Das niedere Egertal im Süden des Erzgebirges. Hier liegt das Saatzer Becken. Dank dem günstigen Klima und den guten Bodenverhältnissen zählt es zu den fruchtbarsten Gebieten Europas und gilt auch als die Kornkammer Böhmens. Die Landschaft wird vor allem von Hopfenplantagen geprägt. Das grüne Gold aus Saatz wird von Brauereien in der ganzen Welt geschätzt. Das Saatzer Land, tschechisch Region Jatec, ist seit vielen Jahrhunderten Heimstatt von Deutschen und Tschechen. Heute wohnen hier jedoch nur noch sehr wenige Deutsche, da die meisten nach Ende des Zweiten Weltkriegs ihre Heimat verlassen mussten. Dieser Film beleuchtet die lange gemeinsame Geschichte beider Nationalitäten im Saatzer Land, von der ersten Erwähnung der Stadt Saatz bis in die Gegenwart. Das Revolutionsjahr 1848 war in Europa das Jahr der nationalen Einheits- und Unabhängigkeitsbewegungen. Dies betraf vor allem Deutschland und das habsburgische Österreich und damit natürlich auch Böhmen, Mähren und Österreich-Schlesien. Nun kam es hier zu ersten Konflikten zwischen beiden Volksgruppen. Eine bedeutende Zäsur in den tschechisch-deutschen Beziehungen insgesamt war das Jahr 1848. Hier könnte man sagen, bricht etwas zusammen und dies sehr, sehr grundsätzlich. Die tschechische Gesellschaft und auch die in Saatz fordert ihre nationale Emanzipation und eine wichtigere Rolle innerhalb der österreichischen Monarchie. Die österreichischen Deutschen haben aber ein Problem mit der Loyalität gegenüber dem österreichischen Kaiser und blicken eher in Richtung Deutschland. Auch für Saatz ist das Jahr 1848 eine Zäsur. Es ist eine Zeit, in der der damals noch tschechische Bürgermeister František Jelinek die landespatriotischen Tendenzen und den Ausgleich zwischen Tschechen und Deutschen unterstützt. Dagegen haben die Saatzer Deutschen in das Frankfurter Parlament gewählt, in ein Parlament für das zukünftige vereinte Deutschland. Und so verrieten sie irgendwie die österreichische Monarchie. Es ist eine Zeit, in der es, wie ich schon sagte, zu einer bedeutenden Zäsur kommt. Für die zwei Sprachgruppen wird die Sprache ein Zeichen der Identifikation oder zum Merkmal und sie entfernen sich voneinander. Im Jahr 1848 wurde jedoch auch der Grundstein für das Saatzer Theater gelegt. Im April 1849 fand bereits die erste Aufführung statt. Schon bald wurde diese Bühne zum kulturellen Mittelpunkt der Stadt und die Aufführungen brauchten einen Vergleich mit denen in Wien oder Salzburg durchaus nicht zu scheuen. Mit der industriellen Revolution in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verdreifachte sich die Bevölkerung. Neben Brauereien und Mälzereien entstanden nun viele neue Betriebe in der Stadt. Es gab jetzt Zuckerfabriken und Firmen, die Hufnägel, Fichtenpech, Konserven, Kartonagen und Drahtseile produzierten.
aber auch viele Handwerksbetriebe und sogar eine Pianofabrik waren hier ansässig. Saatz wurde Eisenbahnknotenpunkt und war mit den wichtigsten Handelsplätzen Deutschlands und Österreichs direkt verbunden. Die meisten Betriebe befanden sich in deutscher oder jüdischer Hand. Die Juden hatten sich jetzt hier wieder angesiedelt, nachdem ihnen auf Drängen des Böhmischen Landtages und nach dem Erlass eines kaiserlichen Edikts über 200 Jahre der Zugang zur Stadt verwehrt worden war. Erst 1863 gründete sich in Saatz wieder eine jüdische Gemeinde. Am 19. März 1872 wurde die neue Synagoge eingeweiht, die zweitgrößte in Tschechien. Der Kampf um die Vorherrschaft im Deutschen Bund führte 1866 zum sogenannten Deutschen Krieg zwischen dem habsburgischen Österreich und dem aufstrebenden Preußen. Nach der Niederlage des Vielvölkerstaates Österreich in der Entscheidungsschlacht bei Königgrätz kamen die Habsburger derart in Bedrängnis, dass sie die Forderungen der Nationalitäten nicht mehr ignorieren konnten. Das Königreich Ungarn erlangte 1867 durch den österreichisch-ungarischen Ausgleich die innenpolitische Selbstständigkeit. Von nun an existierte die KUK-Doppelmonarchie. Der tschechischen Nationalbewegung wurde eine nationale Gleichstellung nicht zugestanden. Tschechische Politiker forderten jedoch auch einen innenpolitisch unabhängigen Staat mit dem Regierungssitz in Prag. Die meisten Deutschböhmen lehnten das kategorisch ab, weil sie unter einer tschechischen Regierung nicht zur Minderheit werden wollten. Für sie wurde dies immer mehr zu einer existenziellen Herausforderung. Saatz spielt in dieser Situation eine große Rolle. Ich möchte hier an die sogenannte Badeny-Verordnung von 1897 erinnern. Der damalige Ministerpräsident der österreichischen Reichsregierung, Kasimir Badeny, hatte die Durchsetzung der Sprachgleichheit zwischen der deutschen und der tschechischen Sprache im ganzen Königreich vorgeschlagen. Das hat natürlich in den deutschsprachigen Gebieten, besonders in Nordwestböhmen, große Demonstrationen und Krawalle hervorgebracht. Gerade Saatz war davon im Jahr 1897 betroffen. Auch als die Badeny-Regierung kurz darauf zurücktrat und die Anordnungen zurückgenommen wurden, kam es in Saatz noch zu Konflikten. Die deutsche Bevölkerung, vor allem Studenten und Mitglieder der Burschenschaften, haben tschechische Einrichtungen angegriffen, Fenster zertrümmert und es ist zu Raufereien in Gasthäusern gekommen. Diese mal grausamen, mal eher lächerlichen Ereignisse gehören zur gemeinsamen tschechisch-deutschen oder deutsch-tschechischen Geschichte, nicht nur in Saatz. Tak dalším příkladem můžou být i osudy těch menšinových škol. Ein weiteres Beispiel sind die Schicksale von Minderheitsschulen. Konkret das der Minderheitsschule von Saatz, die Ziel eines Angriffs der deutschen Bevölkerung wurde. Centrem útoku německého obyvatelstva, které se rozhodlo, že man hatte beschlossen, diese Schule zu liquidieren, und so versammelten sie sich unter dem Gesang des deutschen Liedes Die Wacht am Rhein, was im Fall von Saatz etwas komisch wirkt, da Saatz an der Eger liegt, und versuchten, diese Schule zu zerstören. Gewaltsame Angriffe verübten allerdings in mehrheitlich tschechisch geprägten Regionen auch Tschechen gegen Deutsche und ihre Einrichtungen, so dass beide nationalen Gruppen gleichermaßen zur Eskalation des Konfliktes beitrugen. Zum Ende des 19. Jahrhunderts war Saatz eine deutsch geprägte Stadt. Hier lebten jetzt ca. 16.000 Einwohner. 10% davon waren Tschechen. Dazu kam eine starke jüdische Gemeinde.
Die hier ansässigen Juden fühlten sich in der Regel als Deutsche, blieben aber ihrer jüdischen Religion treu. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde in Saatz, wie in anderen böhmischen Städten auch, mit großem Enthusiasmus begrüßt. Deutsche und tschechische Einwohner zogen gemeinsam in den Krieg und kämpften auch an den Fronten zusammen. Saatz wurde Lazarettstadt. Die Zahl der Verwundeten stieg ständig an. Da die Kapazität des Krankenhauses nicht ausreichte, wurden 4 weitere Lazarette eingerichtet. Die Lage in der Stadt wurde zunehmend kritischer. Die Zahl der gefallenen Saatzer Bürger stieg und die Lebensmittelpreise waren fast unbezahlbar. Dazu kam die schlechte Versorgung der Bevölkerung, in deren Folge es zum Ausbruch von Krankheiten kam. Besonders verheerend war die Grippepandemie von 1918. Kurz vor dem Ende des Krieges errang die tschechische Nation im Zuge des Zusammenbruchs der Habsburger Monarchie ihre Unabhängigkeit. Am 28. Oktober 1918 wurde in Prag die Tschechoslowakische Republik ausgerufen. Zum ersten Präsidenten wurde Tomáš Masaryk gewählt, der am 21. Dezember aus dem Exil zurückkehrte und die Regierungsgeschäfte übernahm. Und so wurde die ehemals privilegierte deutsche Mehrheit in den böhmischen Ländern und damit auch in Saatz zu einer nationalen Minderheit in der Tschechoslowakei. Sie besaß nicht mehr die bevorzugte Stellung wie zuvor in der KUK-Monarchie. Am 6. Dezember 1918 rückte am frühen Morgen tschechisches Militär in Saatz ein. Die Stadt wurde ohne Zwischenfälle übergeben. Große Empörung weckte die Zerstörung des Denkmals für den habsburgischen Kaiser Josef II. Die Statue wurde in der Eger versenkt. Der Kopf des ehemaligen Herrschers landete im Mühlgraben. Aus diesem Grund sind wir Zeugen einer großen Unzufriedenheit. Denn die Sudetendeutschen durchleben eigentlich eine zweifache Niederlage. Einmal als Deutsche, da die Deutschen den Ersten Weltkrieg verloren haben, und einmal als Sudetendeutsche, die sich jetzt mit der Existenz der Tschechoslowakei abfinden müssen und der Tatsache, dass sie jetzt in einer tschechoslowakischen Republik leben. Denn diese Deutschen wollen nicht ein Teil der Tschechoslowakei werden. Tschechisch und Slowakisch galten als Staatssprachen. Das heißt, allein dieses war ein Signal, dass die Deutschen eigentlich nur eine Minderheit in einem tschechischen, slowakischen Staat waren, wo sie sich unterzuordnen hatten. In der Folgezeit blieb Saatz eine deutsch geprägte Stadt, jedoch gab es bedeutende Veränderungen. Viele ehemalige österreichische Beamte bei Post und Bahn, bei Polizei und Gericht oder im Schuldienst wurden entlassen. Letztlich musste ab Anfang der 20er Jahre jeder, der in den Staatsdienst der Tschechoslowakei treten wollte, die tschechische Sprache beherrschen, auch in Gebieten mit mehrheitlich deutscher Bevölkerung. Viele bestanden diese Prüfung nicht. Ein anderer Fall ist, dass in diesen Gebieten immer mehr tschechische Beamte eingesetzt wurden, unter anderem als Folge der nicht bestandenen Sprachprüfungen von Deutschen, aber eben auch als gezielte Maßnahme, um dieses Gebiet gewissermaßen für die tschechoslowakische Nation zu deklarieren. An den Schulen wurde jetzt auch in den Gebieten mit deutscher Mehrheit, wie in Saatz, die tschechische Sprache als Pflichtfach unterrichtet, womit manche Kinder deutschsprachiger Eltern nur schwer zurechtkamen. Die allgemeine Unterrichtssprache blieb hier allerdings Deutsch. Samozřejmě, Němci, aby jsme pochopili tu situaci,
Um die Situation aber zu begreifen, müssen wir erwähnen, dass die Deutschen zwar in der Position einer Minderheit sind, aber eine gute Schulbildung garantiert wird. Sie haben deutsche Grund- und Mittelschulen, eine deutsche Universität und weitere deutsche Hochschulen auf dem Gebiet der Tschechoslowakei. Aus dieser Sicht haben die Deutschen ein Maximum an möglichen und denkbaren Rechten als nationale Minderheit. So war die Lage der Deutschen in der Tschechoslowakei trotz mancher Unzulänglichkeiten um ein Vielfaches besser als die von vielen Minderheiten in anderen Staaten des östlichen Europa. Dennoch machten einige Grundvoraussetzungen das Zusammenleben im neuen Staat aus deutscher Sicht schwierig. Zu behaupten, dass die Tschechoslowakei ein Nationalstaat war, der Tschechen und Slowaken, bei einer Minderheit von der Deutschen von 24%, war höchst problematisch. Und eine tschechische und slowakische Nationalsprache zu deklarieren und Deutsch zu einer Minderheitensprache zu degradieren, war insofern ein großer Fehler, als damit der Unwille der deutschen Bevölkerung, sich mit der Tschechoslowakei zu arrangieren, stark gestiegen ist. Lebten im Jahre 1910 nur 430 Tschechen in der Stadt, so waren es jetzt wieder weit über 3000. Die nationale Agitation war in der Tschechoslowakei auf deutscher wie auf tschechischer Seite allgegenwärtig. Seit 1926 beteiligten sich aber auch deutsche Politiker an den tschechoslowakischen Regierungen. Die nationalen Gegensätze schienen sich vordergründig etwas zu entspannen. Die 20er Jahre sind aber auch gekennzeichnet vom Streben nach einer Zusammenarbeit. Wir benutzen dafür den Begriff Aktivismus. Diese aktivistische Politik kennzeichnet die Bemühungen, die Sudetendeutschen in die Erste Republik einzubinden. Heute würde man sagen, zu integrieren. Zu den aktivistischen Parteien gehörten unter anderem die Deutsche Agrarpartei, die Deutschen Sozialdemokraten und die Deutsche Christlich-Soziale Partei. In dieser Zeit verbrachte Otto Liebert seine Kindheit in Stecknitz bei Saatz. Trotz seines hohen Alters kehrt er regelmäßig in die alte Heimat zurück. Sein Vater war Gutsverwalter auf der Domäne Stecknitz. Er kann sich noch gut an diese Zeit erinnern. Hier im Schloss Stecknitz lebte und wohnte der Besitzer der Domäne Stecknitz und Stergwitz. Es war ein Schweizer Staatsbürger, der später auch Generalkonsul der Schweiz in der Tschechoslowakischen Republik war. Mein Vater stand in dessen Diensten von 1908 bis zu seinem gewaltsamen Tod nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Ich selbst bin hier in Stecknitz geboren und verlebte meine Jugend im Ort von Stecknitz, also nicht hier im Schloss. Wir befinden uns hier mitten im Anbaugebiet des Saatzer Hopfens, östlich von Saatz im Egerbogen zwischen Trunnovan und Stecknitz. So wie der Hopfen hier zu sehen ist, steht er kurz vor der Ernte, die heute weitgehend unter Einsatz technischer Hilfsmittel und wenig Personal erfordert. Zu meiner Kindheit war die Hopfenernte sehr personalintensiv. Mein Vater, der hier die Güter in Stecknitz und Stergwitz verwaltet, musste jährlich dafür sorgen, dass genügend Hopfenpflücker gekommen sind. Es waren an der Anzahl für Stecknitz allein 500 bis 600. Die Hopfenpflücker kamen meistens aus dem tschechischen Sprachgebiet, unter anderem auch vom Prag war immer eine Gruppe dabei. Probleme irgendwie politischer Art oder Kontroversen, Deutsch gegen Tschechen oder sowas, gab es nicht. In der Tat gab es trotz der nationalen Spannungen sowohl in der Habsburger Monarchie als auch in der Tschechoslowakei vielfältige Kontakte, Zusammenarbeit, Freundschaften und Ehen zwischen Deutschen und Tschechen. Dies ist angesichts der Eskalation des nationalen Konfliktes heute weitgehend in Vergessenheit geraten.
Doch Anfang der 1930er Jahre erreichte die Weltwirtschaftskrise Europa und damit natürlich auch die Tschechoslowakei. Dies hatte eine soziale Krise besonders für die Deutschen zur Folge, weil die am stärksten betroffenen Gebiete gerade in den Grenzregionen wie dem Saatzer Land lagen. Hiervon profitierte auf deutscher Seite das nationalistische bis rechtsradikale Spektrum. Vor allem eine neue politische Kraft, die Henlein-Bewegung, die spätere Sudetendeutsche Partei. Was aber ganz entscheidend dazu beitrug, dass die Sudetendeutschen sich mehrheitlich in der Tschechoslowakei benachteiligt fühlten, waren dann die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise. Da besonders die exportorientierte Konsumgüterindustrie der Sudetendeutschen betroffen war, waren gerade unter den Deutschen besonders viele Arbeitslose zu verzeichnen. Was sie jetzt gebraucht hätte im Rückblick, wären besondere Maßnahmen zur Stützung gerade der deutschen Gebiete. Die blieben aber aus. Es gab keine Sonderprogramme für die Deutschen in der Tschechoslowakei oder für diese Gebiete. Und im Gegenteil, weil sich die Sudetendeutsche Partei von Anfang an äußerst nationalistisch gebärdete und von eindeutig antidemokratisch orientiert war und an das nationalsozialistische Deutschland anlehnte, bestand aus der Sicht der tschechoslowakischen Führung auch kein Grund, besonders deutsche Betriebe zu unterstützen. Auch im Saatzer Land waren viele Deutsche arbeitslos. Etwas besser ging es den Bauern im Umland, die sich wenigstens zum größten Teil noch selbst versorgen konnten. A tady jsme svědky toho, co můžeme označit jako největší ohrožení demokracie, protože Und so sind wir Zeugen dessen, was wir als größte Bedrohung der Demokratie bezeichnen können. Weil die Menschen sehr unzufrieden waren und weil sie zu Langzeitarbeitslosen wurden, konnten sie nicht für einen vernünftigen Lebensunterhalt sorgen und das führte zu einem starken Radikalismus. Diesen Radikalismus haben nationale Gruppen und Bewegungen für ihre Ziele benutzt und das war auch die Ursache für die Stärkung der Henlein-Bewegung und einer großen Radikalisierung. In den 20er Jahren herrschte hier eine relative Ruhe, die nun in den 30er Jahren nicht mehr vorhanden war. Das zeigt sich auch daran, dass die tschechoslowakischen Behörden jetzt gezwungen sind, Anzeigen zu untersuchen, weil in manchen deutschen Gasthäusern in Saatz Aufschriften mit dem Text »Tschechen und Juden nicht erwünscht« angebracht sind. »Tschechen 1933 kam schließlich der Tag, der Saatz zu einem besonders wichtigen Ort der Henlein-Bewegung werden ließ. Der Verbandsturnwart des Deutschen Turnverbands in der Tschechoslowakei, Konrad Henlein, organisierte das Saatzer Turnfest als gewaltige Manifestation der Deutschen im Lande. Trotz der hohen Arbeitslosigkeit kamen 20.000 Turner und ca. 50.000 Besucher in die Stadt. Noch im selben Jahr gründete Henlein die Sudetendeutsche Heimatfront, die sich 1935 in Sudetendeutsche Partei umbenannte. Wenige Monate nach dem Anschluss Österreichs zählte die Sudetendeutsche Partei 1,3 Millionen Mitglieder. Und somit, das muss man sich vergegenwärtigen, bei einem Bevölkerungsstand von ungefähr 3 Millionen Sudetendeutschen in der Tschechoslowakei, war das eine ungeheure Zahl, die in den Reihen dieser Partei war. Die übrigen Parteien, zumindest die meisten von ihnen, schlossen sich nun der Sudetendeutschen Partei an, zum Beispiel der Bund der Landwirte oder die Christlich-Soziale Volkspartei, die vorher Verfechter des Aktivismus waren, das heißt einer Mitarbeit am tschechoslowakischen Staat. Mit ihnen gingen dann eben auch ein großer Teil ihrer Wähler zur Sudetendeutschen Partei über. In dieser Zeit war es aber auch offensichtlich, dass die Sudetendeutsche Partei nichts anderes war als eine Außenstelle der NSDAP in der Tschechoslowakei. Auf Veranstaltungen der SDP mehrten sich Heim ins Reich-Rufe oder Heil Hitler-Rufe. Es stieg der Terror in den sudetendeutschen Gebieten unaufhörlich an gegen Andersdenkende, speziell gegen sudetendeutsche Sozialdemokraten oder Kommunisten, aber eben auch gegen Juden. Es gab dann eben auch schon Überfälle auf jüdische Geschäfte oder Personen.
Viele Juden, die es sich leisten konnten, flohen schon damals ins Innere des Landes. Otto Liebert erinnert sich noch heute an eine Fahrt zu Hopfenhändlern in Saatz. Es war im September 1938, gleich nach der Hopfenernte und vor dem Einmarsch der Deutschen in das Sudetenland, kam mein Vater nach Hause und sagte, möchtest du mit nach Saatz fahren? Ich werde dort Hopfenhändler besuchen. Es war ja die Zeit des Hopfenhandels. Ich stimmte sofort zu, denn ich durfte ja als Zwölfjähriger den Einspänner kutschieren. Wir fuhren nach Saatz, besuchten zwei, drei Hopfenhändler. Auf jeden Fall, wir bekamen fast überall gleichlautende Antworten. Der Herr ist nicht zu Hause, im Moment nicht zu erreichen. Wann kommt er denn wieder? Kann ich nicht sagen. Ich mache schnell. Es kann länger dauern. Auf jeden Fall zeichnete sich ab. Es hat keinen Sinn, weitere Besuche zu machen. Im Nachhinein erfuhr man oder konnte in der Zeitung lesen, dass die jüdischen Hopfenhändler nicht mehr in Saatz wären. Diese Fluchtbewegung von Juden aus dem Anschlussgebiet nach Innerböhmen lässt sich statistisch gut erfassen. Bereits Anfang November waren über 12.000 Juden aus den Grenzgebieten von Prag registriert worden. Am 30. September 1938 wurde das Münchner Abkommen unterzeichnet, das die Eingliederung des sogenannten Sudetenlandes an das Dritte Reich besiegelte. Und am 8. Oktober 1938 rückte die 1. Panzerdivision der deutschen Wehrmacht unter dem Jubel der deutschen Bevölkerung in Saatz ein. Es gab aber auch Deutsche, die sich jetzt Sorgen um die Zukunft zu machen begannen. Der damals 10-jährige Peter Klepsch, Sohn einer wohlhabenden Saatzer Hopfenhändlerfamilie, erinnert sich noch gut an ein Gespräch, das seine Mutter mit dem kommandierenden General der 1. Panzerarmee führte. Ich habe nur dann aus Familiengesprächen gemerkt, dass meine Mutter, die nun glücklich war, dass andere Verhältnisse kamen, dass ihr vom General widersprochen wurde. Gnädige Frau, glauben Sie bitte nicht, dass Sie jetzt im Paradies sind. Sie sind lediglich vom Regen in die Traufe gelangt. Direkt hinter den Einheiten der Wehrmacht marschierten sogenannte Einsatzkommandos in das Sudetenland ab dem 1. Oktober 1938 ein. Die aus Männern des Sicherheitsdienstes der SS, dem sogenannten SD, gebildeten Einsatzkommandos trugen zwei Listen mit sich, die sogenannte M-Kartei, die schon Wochen und Monate zuvor in Berlin auch mit Zuträgern aus dem Sudetenland zusammengestellt worden war, und die sogenannte E-Kartei, vermutlich Einsatzkartei, die über 460 Namen umfasste. Diese beiden Karteien, die M- und die E-Kartei, beinhalteten politische Gegner des Nationalsozialismus, Kommunisten, Sozialdemokraten, tschechische Persönlichkeiten, aber auch eine ganze Reihe von Juden, und die Menschen, die auf diesen beiden Karteien verzeichnet, in diesen beiden Karteien verzeichnet waren, die waren zur Verhaftung vorgesehen. 1930 lebten 3.156 Tschechen und 924 Juden in Saatz. 1939 waren es nur noch 250 und 91 Juden. Den Begriff der Vertreibung im Jahr 1938 bezüglich der Tschechen würde ich nicht verwenden. Es ist ganz offensichtlich, dass hier viele verschiedene Entwicklungen gleichzeitig griffen. Zum einen flohen viele Tschechen, aber eben auch viele sudetendeutsche Antifaschisten und Juden vor dem Terror sudetendeutscher Radikale. Das ist ein Grund dafür, dass so viele Tschechen aus dem Grenzgebiet in das Landesinnere strömten. Das war meist eine Flucht ohne Alternative. Ein weiterer wichtiger Grund war, dass viele Beamte und öffentliche Angestellte der Tschechoslowakei
in das Landesinnere gerufen wurden, zurückbeordert wurden. Mit ihren Familien zogen diese ebenfalls in das Landesinnere. Dann gab es sicherlich in verschiedenen Fällen, aber man kann ihre Zahl nicht nachweisen und es ist auch von keinem zentralen Befehl auszugehen, Vertreibungen einzelner Tschechen oder auch ihrer Familien. Und all dies zusammen gehört zu dem, was heute oftmals als Vertreibung der Tschechen aus dem Grenzgebiet bezeichnet wird. Schon bald verschärften sich die Repressalien gegen Juden. Symbol dafür war die reichsweite Pogromnacht am 9. November 1938. Auch im Sudetenland brannten in der Nacht vom 9. auf den 10. November zahlreiche Synagogen. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind 44 Synagogen im Sudetengau niedergebrannt worden. Von der Brandschatzung ausgenommen waren vor allem jene Synagogen, die man nicht ohne Gefahr für nahestehende Nachbargebäude in Brand setzen konnte. Wie etwa jene Synagoge in Saatz. Ich kann mich noch erinnern, meine Mutter hat es mir wiedergegeben, ich war nicht dabei, wie am Abend vor der sogenannten Reichskristallnacht der Chauffeur, der eine gewisse Sonderstellung im Haus hatte, der Chauffeur zu meiner Mutter kam und sagte, gnädige Frau, bitte fürchten Sie sich nicht, wenn es morgen in der Nachbarschaft brennt. Und meine Mutter, die schon aus dem Radio ein bisschen was wusste und die Sache gehört hat, der hat gesagt, Wilhelm, Sie werden keine Dummheiten anstellen. Und da sagt er, gnädige Frau, das ist ein Befehl von oben. Worauf meine Mutter antwortete, Befehle von oben nehme ich nur vom lieben Gott entgegen. Da die Gefahr bestand, dass das Feuer auf eine dicht daneben stehende Druckerei übergreifen konnte, blieb die Saatzer Synagoge erhalten. Die Inneneinrichtung wurde jedoch zerstört. Jetzt konnten die Saatzer direkt miterleben, wie ihre jüdischen Mitbürger behandelt wurden. Auf dem Weg zur Schule von Stecknitz her kam ich eines Tages hier an die Kreuzung an der Klostermauer. Großer Menschenauflauf und zwischendurch konnte ich erkennen, dass Männer und Frauen hier an der Klostermauer mit dem Rücken zur Mauer standen. Ich fuhr weiter und in der Schule erzählten mir meine Mitschüler, dass das Juden aus Saatz gewesen sein sollen. Am 4. Dezember 1938 fanden nun auch im Sudetenland nach dem Anschluss an das Dritte Reich Wahlen statt. 99 von 100 unserer Volksgenossen im Sudetengau bekannten sich an der Wahlurne zu Führer und Reich. Und hier zeigte sich dann relativ bald, dass die Sudetendeutsche Partei mit Konrad Henlein an der Spitze sehr geschickt diese Situationen ausnutzen konnte. Denn er sprach schnell davon, dass die Sudetendeutschen Dankbarkeit zeigen sollten. Unsere Heimkehr ins Reich ist die Erfüllung eines jahrhundertelangen Traumes. Wir wissen, dass es nur der Kraft des Führers und der Idee des Nationalsozialismus zu verdanken ist, wenn uns gerade in härtesten Zeiten unseres Kampfes der Glaube an Deutschland nicht verloren ging. Im Reichsgau Sudetenland betrug die Mitgliederzahl der NSDAP ein Vielfaches mehr als in anderen Gebieten des Reiches. Dies hing offensichtlich damit zusammen, dass gerade die besondere Treue der Deutschen aus der ehemaligen Deutschen aus der Tschechoslowakei so unter Beweis gestellt werden sollten. Nur wenige Monate später, am 1. September 1939, begann der Zweite Weltkrieg. Neben dem Reichsgau Sudetenland, der aus dem größten Teil der 1938 nach dem Münchner Abkommen besetzten Gebiete bestand und zu dem auch Saatz gehörte, existierte das Protektorat Böhmen und Mähren, das im März 1939 nach der sogenannten Zerschlagung der Resttschechei von Adolf Hitler proklamiert worden war.
Damit hatte die tschechische Nation ihre Souveränität verloren und Böhmen und Mähren standen unter deutscher Herrschaft. Widerstand wurde sofort niedergeschlagen. In einem besonderen Maße geschah dies nach der Ankunft Reinhard Heydrichs im September 1941. Der nunmehrige sogenannte stellvertretende Reichsprotektor Reinhard Heydrich, gleichzeitig Führer des Reichssicherheitshauptamtes in Berlin, griff brutal durch und es folgten sofort Verhaftungen, Exekutionen von tschechischen Widerständlern. Ein Terror über die tschechische Bevölkerung wurde seitdem andauernd ausgeübt. 1942 fiel Reinhard Heydrich einem Attentat zum Opfer, das tschechische Fallschirmspringer im Auftrag der Exilregierung verübt hatten. Danach folgte die sogenannte Heydrichade. Und wieder gab es eine Welle des Terrors mit Verhaftungen, Exekutionen und auch der berühmt gewordenen Vernichtung des Dorfes Lidice, wo die männlichen Einwohnerschaft getötet wurde, die Frauen in Konzentrationslager gebracht wurden und die meisten Kinder ebenfalls später getötet wurden. Dies ist in der Tat ein Fanal für die Beziehungen zwischen Deutschen und Tschechen gewesen. Nach all diesen Geschehnissen ahnten bereits viele Saatzer, was passieren könnte, wenn der Krieg verloren ginge. In den Morgenstunden des 9. Mai 1945 besetzte die Rote Armee die Stadt. Am 2. Juni übergaben die sowjetischen Besatzungstruppen Saatz an die Tschechen. Die tschechoslowakische Armee, die Saatz und die Umgebung besetzte, bestand aus Angehörigen der 1. tschechoslowakischen Division. Sie besetzten die Kasernen und beteiligten sich im gesamten Territorium an der Sicherung und Beruhigung der Situation wie in Saatz und Umgebung. Gleichzeitig war ihre Hauptaufgabe die Konzentrierung der deutschen Bevölkerung. Wir wissen, dass Anfang Juni 1945 ungefähr 5000 Deutsche hier konzentriert wurden. Manche wurden in Saatz eingesperrt. Die meisten sind jedoch nach Postelberg in die Kaserne gekommen. Außer den Angehörigen der 1. tschechoslowakischen Division, der örtlichen Polizei und den Angehörigen der Revolutionsgarden spielte der Abwehrnachrichtendienst OBZ hier eine große Rolle. Die Angehörigen dieser neu gegründeten Einheiten des OBZ sind besonders verbunden mit der Organisation der Vertreibung der Deutschen. Denn wir wissen, dass die politische Führung der erneuerten Tschechoslowakei in den Sommermonaten 1945 so viele Angehörige der deutschen Bevölkerung wie möglich aus dem Gebiet von Böhmen und Mähren aussiedeln wollte. Am Sonntag früh hat mich meine Schwester geweckt. Sie sagt, du musst sofort aufstehen. Alle deutschen Männer müssen auf den Ringplatz und wer bis neun nicht da ist, wird erschossen. Und dann habe ich mich halt angezogen und bin vormarschiert. Da war Reiterei im Ort und die hatten auch Knutenpeitschen und haben die Leute, die nicht schnell genug gingen, mit der Peitsche angetrieben. Und ich war dann pünktlich um 9 Uhr am Ringplatz. Etwa 5000 Männer und Jugendliche mussten dann im Laufe des Tages in mehreren Kolonnen in das 15 Kilometer entfernte Postelberg marschieren. Dort sollte es zu einem der größten Gewaltverbrechen an Deutschen in der Nachkriegs-Tschechoslowakei kommen. Am 3. Juni Abend ist unsere Gruppe dort angekommen. Wir wurden auf den Kasernenhof geführt und sollten uns dort für die Nacht einrichten. Das heißt, wir haben nachts im Staub und es war auch ein Restpflaster dort, da haben wir geschlafen. Und am Dienstag kam
die Selektion. Am Dienstag wurde in Gruppen aufgeteilt, wer was war. Eine Gruppe kam in so einen extra Block mit Gitterfenstern. Die haben alle nicht überlebt. In der Nacht zum Mittwoch sind die ersten Erschießungen gemacht worden. Und da war der Professor Wurdinger dabei, den ich gut kannte. Und ich sag, wohin? Und er macht das so. Hier in diesem Pferdestall wurden die Deutschen getrieben, die besonders hart behandelt wurden. Ihr Schicksal sollte sich innerhalb von 2 bis 3 Tagen auf grausamste Weise vollenden. Manche ahnten schon, dass es nicht gut für sie ausgehen würde. Von hier aus brachte man sie dann an die schrecklichen Orte, hinter die Schule, in den Lewanitzer Fasanengarten und an verschiedene andere Stellen von Postelberg, wo sie erschossen wurden. Jahrzehntelang wurden diese Ereignisse verschwiegen, verfälscht oder verharmlost. Und dies, obwohl eine tschechoslowakische parlamentarische Untersuchungskommission schon im Juli 1947 die Verbrechen von Postelberg untersucht hatte. Die Protokolle blieben jedoch unter Verschluss. Und erst mehrere Jahre nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Systems, in der Mitte der 90er Jahre, wurde die Geheimhaltung gelockert und schließlich aufgehoben. Infolge der Ergebnisse der Untersuchungskommission wurden im September 1947 aus den Massengräbern von Postelberg 763 Personen exhumiert. Die Gesamtzahl der Ermordeten liegt aber weit höher. Die in der Stadt verbliebenen Frauen und Kinder mussten sich mit 25 Kilogramm Reisegepäck, ihrem Wohnungsschlüssel sowie allen Wertsachen und Schmuck in der ehemaligen SS-Kaserne einfinden. Ich kann mich daran erinnern, dass meine Mutter uns sagte oder uns bedeutete, dass wir von zu Hause weg müssen. Ich war ja knapp 7 Jahre, ich war am 29. August 7 Jahre alt geworden. Das war wohl Mitte Juni. Die Familie machte sich auf den Weg in die nicht weit entfernte ehemalige SS-Kaserne. Was sie dort erleiden mussten, wird Uta Reif nie vergessen können. Ich kann mich daran erinnern, dass wir in einem sehr engen Raum untergebracht waren, meine Mutter, mein Bruder Bernd und ich. Und ich habe nachher erfahren oder wusste, dass es der frühere Schweinestall in der SS-Kaserne war. Die hatten offensichtlich Schweine gehalten. In dem Lager durften wir Kinder frei herumgehen und wir trieben uns oft am Zaun rum. Und eines Tages kam der frühere Straßenkehrer aus Saatz, ein Herr Gratochwil. Er schob halt so einen Straßenkehrerkarren mit einem Besen drauf und sah uns dort stehen und wir riefen, Herr Gratochwil, Herr Gratochwil. Und da kam er näher mit seinem kleinen Karren und warf uns sein Frühstücksbrot an den Zaun und schob es mit dem Fuß noch so näher hin, sodass wir es von innen greifen konnten. Und wir aßen das natürlich sofort auf und Gratochwil fuhr möglichst unauffällig weiter mit seinem Karren. Im Februar 1946 begann die organisierte Zwangsaussiedlung der deutschen Familien aus dem Saatzer Land. Von Februar bis Herbst 1946 wurden in 23 Transporten 27.856 Personen nach Deutschland ausgesiedelt, sodass am 1. November 1946 hier nur noch 1.975 Deutsche verblieben. Die Entscheidung, die Deutschen aus der Tschechoslowakei nach dem Krieg zu vertreiben, wurde in verschiedenen Schritten gefällt und konkretisiert. Zum einen sprach der tschechische Widerstand schon sehr früh davon, dass die Deutschen mindestens zu einem großen Teil ausgesiedelt werden müssten. Und zwar vor dem Hintergrund der Erfahrung von München, vor dem Irredentismus der Deutschen in der Tschechoslowakei in den 1930er Jahren. Aber diese Forderungen radikalisierten sich eben auch vor dem Hintergrund der Verbrechen und des Terrors, die eben auch im Protektorat Böhmen und Mähren begangen worden waren.
Nun stand die tschechoslowakische Regierung vor der Aufgabe, die Grenzgebiete, so auch das Saazerland, neu zu besiedeln. Die meisten der Neusiedler waren Tschechen aus dem Binnenland und Slowaken, die aus den slowakischen Landesteilen kamen. Wir haben aber auch eine sehr große Gruppe von den sogenannten Reimmigranten. Das sind Menschen, deren Vorfahren die böhmischen Länder oder den slowakischen Landesteil verlassen hatten und nach dem Zweiten Weltkrieg zurückkamen. Es gab auch eine Aufrufaktion der tschechisch-slowakischen Regierung an Tschechen und Slowaken weltweit, doch zurückzukommen in die Heimat, um bei der Besiedlung zu helfen. In den nordwestböhmischen Landesteilen bildeten Tschechen aus Volhynien die größte Gruppe der sogenannten Remigranten, ungefähr knapp 40.000 Menschen. In Saaz waren es über 5.000 Volhynien-Tschechen, die sich hier niederließen. Noch heute leben Nachfahren dieser Volksgruppe in der Stadt. Einige wenige Deutsche konnten jedoch auch in ihrer Heimat bleiben. Zu ihnen gehörte die Familie von Walter Urban, dessen Vater unter den Opfern von Postelberg war. Wie mir meine Mutter sagte, durften wir hier bleiben, weil wir das Häuschen hatten und wir zwei Kinder waren. Die Mutter war sehr froh darüber, dass sie bleiben durfte, weil sie auch etwas kränklich war. Wir waren unter uns und die Mutter sagte damals einfach, also Schluss, Deutsch dürfen wir nicht mehr sprechen. Also reden wir Tschechisch, denn die Schule war für uns vorrangig. Die deutsche Bevölkerung war mit verschiedenen Maßnahmen konfrontiert, wie zum Beispiel eine Arbeitspflicht, eine 20-prozentige Extra-Lohnsteuer sozusagen und weitere Maßnahmen. Diese Maßnahmen gegen die deutsche Bevölkerung war von Ort sehr verschieden. Im Laufe der Nachkriegsjahre, spätestens ab 1948, gab es da einige Änderungen, weil die meisten Deutschen eben das Land schon verlassen hatten und die Deutschen, die noch da waren, sozusagen auch aus der Sicht des Staates keine Bedrohung mehr darstellten. Sich als Deutscher zu bekennen, war in den folgenden Jahrzehnten schwer. Viele verschwiegen ihre Herkunft, um nicht ausgegrenzt zu werden. Die nach dem Krieg erfolgte Zwangsaussiedlung der Deutschen befürwortete die tschechische Bevölkerung mehrheitlich. Im Juni 2010, auf den Tag genau 65 Jahre nach dem Eintreffen der Saazer Männer und Jugendlichen in der Kavalleriekaserne, wurde auf dem Friedhof von Postelberg vor zahlreichen Gästen aus Deutschland und der Tschechischen Republik eine Gedenktafel für die Opfer enthüllt. An der Tafel, die auf Antrag des Fördervereins der Stadt Saaz von der Stadtverwaltung Postelberg angebracht wurde, steht nun: Allen unschuldigen Opfern der Postelberger Ereignisse vom Mai und Juni 1945. Auch wenn es vielleicht vielen direkt Betroffenen missfällt, dass dort nicht deutsche Opfer steht, ist diese Aufschrift ein großer Fortschritt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges erschien vielen Tschechen ein weiteres Zusammenleben mit ihren deutschen Nachbarn nicht mehr möglich, denn sie machten alle Deutschen für die NS-Besatzungsherrschaft verantwortlich. Dies gebar neues Unrecht, denn Entrechtung, Enteignung und Vertreibung der Deutschen sowie Gewaltakte trafen neben Funktionären und aktiven Parteigängern des Nationalsozialismus in der Mehrzahl Menschen, die sich keines Verbrechens schuldig gemacht hatten. Fast 70 Jahre sind inzwischen seit diesen Ereignissen vergangen. Die meisten der heute hier lebenden Tschechen gehören schon zur zweiten oder dritten Nachkriegsgeneration und haben kein Unrecht verübt.
wenn wir insgesamt gesehen in den Familien, in den Völkern immer so weitermachen, dass wenn der mir was Böses tut, dann tue ich ihm wieder was Böses. Und so wird dieser Kreislauf nie aufhören. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man anerkennt, was war, aber sagt, das war so und das lassen wir jetzt ruhen und versuchen nicht, die jetzige und auch die vorhergehende Generation, die damals noch Kinder waren, genau wie ich, und nichts für all diese Dinge können, weder die deutschen Kinder vielleicht für die Ausschreitungen, die ja in Tschechien auch durch deutsche Militärgestapo und so weiter stattgefunden haben, dass wir das nicht mehr aufrechnen und nicht mehr aufrechnen, was an uns Deutschen an Verbrechen begangen wurde. Ja, vám řeknu, ten můj pohled, ten je dvojí. Meine Sichtweise auf die Deutschen ist geteilt. Auf der einen Seite sehe ich die Deutschen als eine Nation mit sehr viel Kultur, die ganze Zeit unser Nachbar war. Und wir haben sehr viel von der Kultur und den Gedanken, die da entstanden sind, übernommen. Auf der anderen Seite stehen meine Erfahrungen mit den Sudetendeutschen in späterer Zeit, also in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Ich empfinde aber keinen Hass oder Ähnliches gegen sie, versuche aber konkret zu bewerten, was geschah und wie wir eine gewisse Zeit betrachten sollten. Inzwischen gibt es intensive Beziehungen zwischen dem heutigen Jatec und den ehemals deutschen Bewohnern der Stadt. Viele deutschstämmige Saatzer und ihre Nachkommen fühlen sich noch immer mit ihrer alten Heimat verbunden. Sie besuchen das Saatzer Land regelmäßig und engagieren sich dort zum Teil sogar finanziell. Das brachte einige tschechische Neusaatzer auf die Idee, einen Verein der Landsleute und Freunde der Stadt Jatec zu gründen, der sich auch um die ehemaligen deutschen Mitbürger kümmern sollte und dies auf der Basis von Menschlichkeit, Wahrheit und gegenseitigem Verständnis. Schnell fand man Partner auf deutscher Seite, den Heimatkreis Saatz, den Kulturkreis Saatz und vor allem den 2003 gegründeten Förderverein der Stadt Saatz Jatec. Man plante gemeinsame Veranstaltungen und gegenseitige Besuche. An die Stelle von Anklage und Schweigen sollten Wahrheit und Versöhnung treten. Dazu organisierte man eine Vielzahl von Veranstaltungen, Ausstellungen, Zeitzeugenbesuche in Schulen, Theaterveranstaltungen, zweisprachige Publikationen und viele andere gemeinsame Aktivitäten. Die Bürgermeisterin von Jatec besucht gern die ehemaligen Saatzer in Deutschland. Wir sind wirklich auf einem guten Weg. Ich möchte dir ganz, ganz herzlich dafür danken. Wir haben immer ein offenes Ohr, wenn wir drüben sind. Und wir haben viel, viel Sympathie gegenseitig gefunden. Sympathie gegenseitig gefunden. Und ich glaube, wenn wir das noch ein bisschen ausbauen können, dann können Beziehungen wieder wachsen und zusammenkommen, wie wir sie uns eigentlich wünschen. Ein besonders engagiertes Projekt ist das Johannes von Saatz Museum, das in Jatec entstehen soll. Das Museum soll die Geschichte der Region in all ihren kulturellen, religiösen, politischen und wirtschaftlichen Facetten repräsentieren. Jatec, die Stadt des Hopfens, bewirbt sich 2017 um die Eintragung in das Weltkulturerbeverzeichnis der UNESCO. Die hiesige Hopfenindustrie mit den historischen Gebäuden der Hopfenverarbeitung und den zahlreichen Hopfenmagazinen ist einmalig in der Welt. Mit der Erlangung dieses Titels würde zugleich die Arbeit von Deutschen, Tschechen und Juden gewürdigt, die gemeinsam über Generationen hinweg vom Anbau, der Verarbeitung und dem Verkauf des grünen Goldes von Saatz lebten und dabei oft einträchtig zusammenwirkten.